Hallo Leute, Radlager hier. Willkommen zu einer weiteren Folge hier im November in der dritten Staffel. Wir sind dieses Mal in der neuen Welt hier unterwegs und müssen hier auf jeden Fall auch anfangen, ein bisschen Sachen aufzubauen. Das ist der Plan für die heutige Episode. Wir werden ein bisschen mehr in der neuen Welt uns hier aufbauen, denn hier gibt es eine wunderschöne Produktion, die Bauxit, die Aluminiumproduktion. Und da will ich auf jeden Fall schon mal erste Schritte gehen, damit ich dann eben auch in der alten Welt davon profitieren kann. Denn wir haben ja jetzt das neue Postsystem vor uns und das will ich auf jeden Fall auch nutzen. Eine weitere Sache, die ich auch nutzen will, ist, dass die Hacienda hier, dieses riesige Gebäude hier, hat auch ein Update erhalten. Es hat jetzt eine viel, viel größere Reichweite als zuvor. Und mit dieser neuen Reichweite werde ich hier wahrscheinlich die ganze, ja fast die ganze Insel abdecken können. Und das werde ich auf jeden Fall jetzt auch tun. Das heißt, wir werden jetzt hier reingehen und ein schönes Update reinhauen. Machen erstmal noch weniger Lebensmittelverbrauch und dann nutze ich diese wunderschönen Straßen, die wir hier haben, um das Ganze hier auch ein bisschen auszubauen. Schönbau, damals leider keine Zeit dafür, aber wenigstens die schönen Straßen in mancherlei Ort bauen, das kriegen wir hin, denke ich mal. Dann machen wir hier auf jeden Fall einen schönen großen Ausbau. Und bevor ich es vergesse, sollten wir hier auch ein Rathaus reinhauen. Denn dann können wir später auf jeden Fall hier auch noch mit Items arbeiten. Und dann machen wir hier den großen Ausbau. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist schon der maximale Einflussbereich hier. Bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Kann nicht weiter ausgedehnt werden, genau. Okay, dann passt das hier soweit in der Mitte. Dann weiß ich ungefähr, wo ich hier den Großteil meiner Siedlung eigentlich hinbauen müsste. Ich lasse das jetzt einfach so. Dann haben wir ein paar Häuser außerhalb des Einflussbereiches. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, ist kein Weltuntergang. Dann machen wir hier noch ein paar Obreros rein. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze so. Wieso kann ich hier nicht einfach eine Reihe bauen? Dann machen wir das Ganze nämlich so, dass ich hier die Hauptarbeitskräfte habe. Denn, für die von euch, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, es gibt jetzt auch den Pendler-Kai in der alten Welt, in der neuen Welt. Das heißt, wir können hier auf einer Insel die Hauptarbeitskraft reinbauen und dann können wir einfach auf der anderen Insel das Ganze rüberschuppern und dort dann eben die Kaffeeproduktion zum Beispiel laufen lassen. Ich denke mal, das ist eigentlich eine ein ganz guter Plan soweit. Dann machen wir hier trotzdem noch eine Kirche rein und eine Feuerwehr und eine Polizei, die wird nach wie vor gebraucht. Und so ein Boxing-Match natürlich auch. Dann haben wir da schon mal eine schöne ausgebaut und irgendwo war hier schon wieder völliges Chaos. Ich glaube im Crown Falls. Da müssen wir auf jeden Fall mal rüberschauen. Bevor wir das machen, können wir uns aber hier schon weitere Items holen. Wir könnten zum Beispiel auch anfangen, Bauxit in der alten Welt herzustellen. Dafür brauchen wir den Mineralogen, der uns Bauxit über die Lehmgruben holt. Und dann gibt es hier irgendwo noch ein grünes Item, das uns dann das Ganze weiterverarbeiten lässt. Das muss ich auf jeden Fall noch finden. Was haben wir hier noch? Helium-Experte, das ist es nicht. Und der Michel! Ja, moin, der Michel. Na, hör mal. Anstelle von Gulasch verarbeiten wir Schweine. Dann haben wir hier schon mal das Item für die Konserven. Dann bin ich da schon mal safe. Sehr gut. Das ist doch super. Dann habe ich das auf jeden Fall auch schon mal erledigt. Den Möbeltischler können wir einkaufen. Damit kann ich meine Fensterfabriken auch schon mal mit minus 60% Arbeitskräften betreiben. Das ist auch sehr gut. Und dann kaufe ich mir noch einen Mr. Garrick ein, der mir einfach noch mehr Geld bringt. Das ist schon mal sehr, sehr erfreulich hier. Und dann gucken wir mal. Ich bräuchte halt immer noch den Dario. Der wäre halt eigentlich schon wichtig, dass wir den mal langsam bekommen. Aber der, ja, der ziert sich, der hat irgendwie keine Lust auf uns. Das ist sehr schade. Der Dario wäre auf jeden Fall wichtig. Und hier wiederum könnten wir jetzt endlich anfangen mit der Betonproduktion. Beziehungsweise wir könnten hier mal das Zementvorkommen anzapfen.
Genau, und dann können wir hier nämlich den Zement rüber schippern. Oh, aber ich kann eigentlich auch, viel einfacher, kann hier eigentlich auch einfach Zement eintraden, fällt mir gerade auf. Warum mache ich mir das eigentlich immer so umständlich? Ich kann hier doch einfach eintraden. Also die Speicherstadt macht schon so ein paar, ich sag mal, ärgerliche Sachen. Na, was heißt ärgerlich? Aber umständliche Sachen weniger umständlich. Wie zum Beispiel, dass man am Anfang eben auch nicht überall einfach Beton machen kann. Aber jetzt können wir hier einfach zack, Zement einkaufen. Dann brauche ich halt nur noch die richtige Ware dafür. Keine Ahnung, nehmen wir mal die Melzerei. Und dann kann ich hier einfach eine Stahlbeton-Firma hinstellen. Und fertig. Hat sich die Sache. Sehr gut. Und dann gehen wir wieder zu Crown Falls. Hier haben wir auf jeden Fall eine Menge zu tun. Und ich sehe auch schon, wir haben schon wieder viel zu wenige Ziegel. Also das ist echt ein Problem. Oh, und wir haben zu wenige Bauern. Das ist auch ein Problem. Das ist allerdings auch ein Problem. Warum haben wir denn so wenige Bauern eigentlich? Wir könnten dann vielleicht mal anfangen, erste Pendlerkais zu bauen, um diesem Problem entgegenzuwirken. Das heißt, wir nehmen hier einfach kleine Inseln, zum Beispiel die hier, und schließen die ans Pendlerkai-Netzwerk an. Dann haben wir direkt 200 Bauern mehr. Eben durch diesen Inselbonus. Und dann können wir hier so auf einfache Art und Weise uns die Arbeitskräfte wiederholen. Und vor allem halt die Bauern und Arbeiter, weil die brauche ich halt wirklich nicht. Die brauche ich halt wirklich nicht. Vor allem will ich die halt eigentlich nicht bauen. Also das ist halt sehr umständlich. Und stattdessen, ja, schließe ich die einfach ans Pendlerkai-Netzwerk an und dann hat sich die Sache. Hier brauchen wir noch mehr Weizen. Das heißt, ich gehe mal hier rein, erhöhe hier die Weizenproduktion. Dann müssten wir hier noch Polizei bauen. Damit sich das Ganze im Rahmen hält. Dann könnte ich eigentlich auch hier anfangen, in dieser Insel. Hier muss ich auf jeden Fall noch Verteidigung bauen, dass die Insel mir hier auch nicht einfach weggeschossen werden kann. Das heißt, ich baue hier mal so ein Flammengeschütz hin. Und vielleicht sogar so ein Flakgeschütz, falls der gute Admiral sich denkt, ich komme jetzt mit Luftschiffen. Und dann haben wir nämlich hier schon mal ein bisschen eine kleine Verteidigung. Dann kann ich halt anfangen, beziehungsweise mir überlegen, ob ich hier nicht auch schon einfach Bauern draufhaue. Beziehungsweise vielleicht warte ich noch ein bisschen und haue die Bauern dann drauf, wenn ich ein bisschen Raum habe quasi, wenn ich ein bisschen Luft habe. Weil dann, dann könnte ich nämlich eigentlich ganz easy rangehen. Und warum kann ich das jetzt nicht fotografieren? Jetzt geht's plötzlich, okay. Sehr gut. Und hier haben wir noch Items. Genau. Also, wir haben zwei sehr, sehr schöne Items. Eines ist der Mr. Garrick. Den packen wir hier irgendwo oben rein. Und dann haben wir hier noch viel schöner und viel wichtiger. Ein weiteres Item. Ah, da fehlen noch Straßen aus. Nicht weiter schlimm. Da fehlt noch Polizei. Eieieiei. Aber was halt ganz, ganz wichtig ist, wo ist denn unsere nächste Handelskammer hier? Machen wir die mal hier rein. Was viel, viel wichtiger ist, wir haben jetzt hier den Michel. Und mit dem Michel wiederum können wir jetzt folgende schöne Sache machen. Und zwar können wir hier die Konserven noch reinhauen. Und dann sieht man hier, Ebola, Eisen und Schweine geben Konserven. Also einfacher geht es wirklich nicht. Einfacher geht es wirklich nicht. Wir brauchen dann nur noch ein paar Metzgereien, die hier einfach das Ganze verarbeiten. Sehr, sehr easy. Okay, das ist doch vorzüglich. Hier fehlen überall Sachen. Was fehlt hier überall? Da fehlt Glas. Und hier fehlt Quarz. Okay, wir brauchen mehr Quarzgruben, das ist okay. Quarz wäre halt auch so eine Sache, die ich eigentlich einkaufen müsste. Müsste ich halt eigentlich einkaufen. Machen wir mal hier auch schon mal ein bisschen eine Produktion hoch. Was fehlt den Kollegen hier? Wurst. Okay, dann müssen wir hier noch ein paar Wetzgereien reinspammen. Ein Schweinchen dürfte ich jetzt eigentlich genug haben. Das dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Hier oben noch eine Uni, sehr schön.
Und dann müssten sich ja eigentlich bereit sein für die Upgrade-Party. Wie viel Lagerplatz haben wir? 2,6. Okay. Dann wird es Zeit für den Palast. Den Palast, den bauen wir dieses Mal hier rein. Hier schön mittig. Normalerweise für die optimale Platzierung hier an die Kante. Aber diesmal dachte ich mir, wir machen das einfach ein bisschen anders. Weil, warum eigentlich nicht? Warum denn nicht, nicht wahr? Wir machen eine wunderschöne Palastgeschichte hier. Normalerweise baue ich das ja alles auf einem Haufen und ich bin versucht, das auch dieses Mal wieder zu tun. Aber eventuell kriegen wir ja ein etwas schöneres Palästchen hin. Wir haben kein Geld mehr. Das ist nicht gut. Das heißt nur eines, und zwar, wir brauchen mehr Mr. Garrix, wir brauchen mehr Investoren, wir brauchen mehr angeschlossene Investoren, damit wir das Ganze durchziehen können. Bekommen wir noch einen Tiger. Ja, dann können wir noch schnell die Quest von der Königin durchballern. Wir brauchen noch eine Anlegestelle für ihre Quest. Dann machen wir hier noch eine Anlegestelle irgendwo rein. Okay, dann brauchen wir noch einen Zoo. Den machen wir natürlich auch gerne rein. Den machen wir mal, hier in die Ecke. Und dann stellen wir den Tiger aus, den wir gerade bekommen haben. Dann brauchen wir noch einen Besucherhafen. Den können wir natürlich auch noch reinhauen. Und dann brauchen wir hier noch eine Weltausstellung. Die können wir uns aktuell nicht leisten. Ja, da muss ich jetzt noch ein bisschen geduldig sein. Das meine ich eben. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen gucken, dass wir hier uns unabhängig machen. Jetzt fehlt Brot. Na gut, ich muss vielleicht noch ein bisschen gucken. Das Problem ist halt, ich habe ein bisschen zu langsam gebaut. Ja, tatsächlich zu langsam gebaut. Denn jetzt ist alles, was ich mir erspart habe an Produktionsgütern, langsam am zur Neige gehen. Und normalerweise, wenn man gut spielt, dann kriegt man das hin, dass die Brot und Wurst und die ganzen Sachen nicht ausgehen, sondern man halt schon schneller fertig ist mit dem Ausbau. Und dann hat man das Problem nicht, das ich gerade habe. Bauen wir hier noch Bäckereien rein. Neben dem Bäcker. Dann brauchen wir nämlich keine Mühlen mehr. Dann kann ich das alles rauskürzen. Dann können wir das hier alles schon mal löschen. Dann sparen wir uns hier noch minimal Arbeitskräfte. Und auch Kleinvieh macht Mist, nicht wahr? Also da muss man halt auch einfach gucken. Und jetzt machen wir hier noch den Pendlerkai rein. Dann sollte ich hier auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen Arbeitskräfte gut machen können. Und zwar folgendermaßen. Ganz wichtig beim Pendlerkai, wenn man den hier so auf eine einsame Insel setzt, auf jeden Fall eine Feuerwehr dazu zu stellen. Denn die Dinger können brennen. Und ja, das gilt es zu vermeiden auf jeden Fall. Aber dann haben wir das auf jeden Fall schon mal hinter uns gebracht. Und dann müssen wir hier natürlich anfangen mit Getreide. Ja, ich mache keine Traktoren, weil ich dafür einfach zu faul bin. Also man könnte das Ganze ja auch mit Traktoren machen, aber ganz ehrlich, wir haben genug Platz, wir haben genug Zeit. Und Bente und der Admiral sind im Krieg. Also jetzt, wo der Admiral gesehen hat, dass es bei mir nicht so easy ist, sucht er sich das nächste Opfer. Das ist schon frech. Der Admiral hat einfach überhaupt keinen Chill, wie man so schön sagt. Er ist einfach eine gänzlich unentspannte Person. Eieieiei. Ja, das finde ich aber nicht schön. Das ist aber jetzt nicht so schön, Herr Admiral. Nicht? Gut, dann machen wir hier auf jeden Fall nochmal die Mühlen weg. Die brauchen wir jetzt nicht. Beziehungsweise eine Mühle brauchen wir für später. Wir werden später noch Mehl brauchen. Da produziere ich mir schon mal ein bisschen was an. Und jetzt müsste ich doch langsam hier in die Upgrade-Party reinkommen können. Wie schaut es mit Brot aus? Also Weizen knapp weniger, aber Brot reicht aus. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Weizen spammen. Das ist aber kein Problem. Wir haben hier noch Platz ohne Ende. Nicht dank des Pakt machen wir. Das kostet uns ein bisschen, aber verschafft uns auch Ruhe. Den Malching mache ich schon noch platt, keine Sorge. Aber aktuell will ich mich ein bisschen in der Ruhe aufbauen. Ich will ein bisschen meine Finanzen stabilisieren. Und da auf jeden Fall gucken, dass ich gut vorankomme. Das ist mir das Allerwichtigste aktuell. Dass ich da einfach gut stehe. Und endlich aufhören kann, mir darüber Gedanken zu machen. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was nacharbeiten. Aber ich denke mal, mit der nächsten Upgrade-Party sollten wir dann auch unsere Ruhe haben. Hier fehlt immer noch Strom.
Ja, da brauche ich halt noch ein paar Items, aber dazu kommen wir bald. Und dann habe ich natürlich hier noch ein Item, und zwar mit der Schreinerei, den Möbeltischler. Dann kann ich nämlich hier reingehen und schon mal die ganzen Fenster auch schon mal ein bisschen rohstoffsparender machen. Und dann könnte ich hier vielleicht, ja, wobei hier ist schon alles abgedeckt, da fehlt noch eine Straße. Machen wir den hier so und machen hier nochmal eine Ziegelei rein. Den müssen wir wieder aufbauen, dann passt das hier alles auch wieder. Zement haben wir aktuell zu wenig, aber dazu kommen wir noch. Hier sollten wir auf jeden Fall noch eine Sache machen. Und zwar so langsam mal hier die ganze Geschichte ausbauen. Blub. So rum. Dann machen wir hier noch ein Exportbüro rein. Und dann kann ich nämlich hier noch ein bisschen handeln. Zement. Und dann machen wir Zement für... Wovon haben wir zu viel? Wir haben von gar nichts zu viel. Ja, doch, Nähmaschinen. Und dann machen wir hier noch Nähmaschinen rein. Sehr gut. Okay. Wo ist die Upgrade-Party? Wo ist die Upgrade-Party, die mir versprochen wurde? Warum kommt die nicht? Man gebe mir die Upgrade-Party, die mir zusteht. Ja, da wird es auf jeden Fall Zeit jetzt langsam. Was fehlt hier? Hier fehlt immer noch Glas. Glas, Glas, Glas. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass das Stahlwerk woanders hinkommt. Dann machen wir hier noch ein Glaswerk rein. Das müssen wir hier alles noch ein bisschen unsortieren. Okay, Streik ist beendet. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Und dann müsste eigentlich hier auch... Genau, die Upgrade-Party anstehen. Dann kann ich nämlich hier oben alles schon mal ready machen. Nach und nach zu Investoren hochziehen. Sehr gut. Genau, dann können wir hier oben alles, was in der Reichweite von diesem Kraftwerk ist, zumindest aufbauen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann mache ich diese Querstraße, die hier runter geht, die machen wir ein bisschen weiter rüber. Dann kann ich nämlich hier auch noch weitere Blöcke bauen. Was haben wir aktuell? 7er Blöcke. Ja, dann machen wir hier einfach weiter 7er Blöcke. Warum nicht? Und packen die hier durch. Dann haben wir noch ein bisschen Straße. Sehr gut. Dann kann ich hier noch ein bisschen ausbauen. Das Palast schon. Und dann machen wir das Ganze hier so. Die Straße hier machen wir aus Ziegelsteinen und legen die eins weiter hoch. Machen hier noch den Anschluss und dann mache ich hier einen Torbogen rein. Schaut gut aus und ist auch sehr praktisch. Dann können wir nämlich hier anfangen, das Ganze hier fertig zu bauen. Ist halt sauteuer, der Palastbau. Das ist halt das Einzige. Machen da nochmal eine Kreuzung rein. Und dann machen wir hier nochmal so ein T-Stück. Und füllen das Ganze hier aus. Und dann sind wir schon wieder pleite. Aber damit kann ich halt jetzt die ersten Richtlinien machen. Wenn ich erstmal mehr Lagerplatz mir anlachen. Wir machen eine Belohnung mehr von dem Ding. Und haben wir hier noch irgendwo irgendwas? Nee, keinerlei Boni. Ja, da müssen wir halt jetzt gucken. Da steht jetzt auf jeden Fall noch die Weltausstellung an. Das ist eine der nächsten Sachen. Und hier ist eben jetzt meine ganze Finanzkraft. Das ist halt das, was ich meine. Und eine Sache sollten wir noch machen. Und zwar kaufen wir jetzt hier noch Ziegelsteine ein. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Kaufen Ziegelsteine und wir kaufen Zement und wir kaufen auch besonderen Schrott. Den kann man auch aufkaufen. Das dauert eine Ewigkeit, bis man den aufgekauft hat. Aber dadurch, dass wir hier noch ein ganzes Stück am Spielen sind, werden wir irgendwann dann auch genug davon haben. Also das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, den besonderen Schrott aufzukaufen. Das lohnt sich. Okay, und hier können wir auch weiter upgraden. Hier oben muss alles zu Investoren werden. Ganz, ganz wichtig, dass das auf jeden Fall läuft. Und dann machen wir hier weiter.
unsere Siedlung fertig hier. Genau. Machen wir mal hier die Ziegelstraße. Dann machen wir das hier so und füllen das hier alles aus. Dann verlasst auf jeden Fall schon mal eine wichtige Geschichte. Das ist ganz, ganz wichtig. Und als nächstes fehlt noch die Weltausstellung. Die sollten wir auf jeden Fall auch schleunigst nachbauen. Und dazu kommen, das aufzubauen. Denn damit werden wir auf jeden Fall dann auch ein paar Items noch freischalten. Zum Beispiel für den Kaffeeverbrauch. Das halt auch sehr hilfreich sein wird. Aber wir brauchen mehr Ziegelsteine. Das heißt, die Überlegung ist, ob wir nicht hier noch ein paar Inseln starten. Ein paar von diesen kleinen Inseln mitnehmen. Weil hier kann man auch überall schön Ziegelsteine machen. Und wir haben ja ein bisschen Arbeitskräfte auf der hohen Kante. Das heißt, wir können hier überall noch so kleine Inselchen fit machen zur Baustoffproduktion. Denn das ist das Einzige, woran es bei uns scheitern wird. Also ich glaube, wenn wir nicht genug Baustoffe haben, wenn das nicht ausreichend ist, dann ist ein Problem da. Alles andere ist keines. Und jetzt können wir hier nämlich anfangen mit der Ölraffinerie. Und dann kann ich hier schon mal Öl produzieren. Und dann mache ich hier noch den Ölhafen um die Ecke. Na, den schieben wir noch schön ins Eck. Dann kann ich nämlich auch hier schon mal eine Investoreninsel aufbauen. Denn auch die wird hier natürlich dann dafür sorgen, dass wir ein bisschen uns einfacher tun. Dann machen wir die Straßenverbindung noch hier rüber. Und schieben das Ganze, damit ich hier einfach den Schiene durchbauen kann. Der kommt hoch und dann machen wir hier die Schiene durch. Genau, dann passt das hier schon mal. Den können wir noch upgraden und dann kann ich hier nämlich auch ein Kraftwerk rein positionieren. Ich denke mal, ich mache das hier schön mittig vielleicht. Das heißt, wir bauen hier das Ganze mal kurz um. Ist halt immer doof, das im Nachhinein zu machen, aber auf der anderen Seite passt das schon. Machen wir hier das Kraftwerk rein. Machen das Ganze so, dass ich hier oben noch öffentliche Gebäude reinhauen kann. Dass ich zum Beispiel hier jetzt noch die Polizei reinhaue. Oder dann eben die Schule, Uni und so weiter. Und hier machen wir den hier schön gerade. Das machen wir weg. Genau. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal Strom. Denen fehlen noch ein paar Sachen. Aber dazu kommen wir schon noch. Dann haben wir auf jeden Fall schon einmal Strom hier drin, ne? Wie schaut es aus mit Kohle? Wir müssen noch eine Steinkohlemine machen. Und dann müssten wir eventuell mal gucken, dass ich auch hier noch Items ranhole, damit ich hier genug Öl ran schaffe für zwei Kraftwerke. Dann kann ich hier auch noch ein Produktionskraftwerk machen. Dann sind wir wirklich komplett bedient. Eine Epidemie breitet sich aus. Ja. Immer eine Epidemie, ey. Das ist so nervig mit den Krankheiten. Aber dagegen gibt es auch eine Lösung. Werden wir uns auch noch anschauen. Und das wahrscheinlich früher, denn später. Weil Krankheiten sind wirklich nervig. Wirklich nervig. Die können einen sehr, sehr viel Progress kosten. Sehr, sehr viel Spielfortschritt. Nehmen wir den Krieger noch mit einmal für die Quarzgruben in Crown Falls. Und ich brauche auf jeden Fall noch einen Dario. Der ist hier immer noch nicht aufgetaucht. Das ist echt nicht so gut. Das ist halt leider echt nicht so gut. Dann schicken wir hier noch zwei Items rüber, dass ich noch den einen Dude hier drüben hin habe. Da fehlt noch eine Polizei. Okay, dann machen wir das folgendermaßen. Dann machen wir hier noch ein bisschen Schnaps, um unsere Stadt ein bisschen zu stabilisieren.
dass die zumindest ein bisschen nach Ruhe geben. Machen wir hier noch ein bisschen was zum Saufen. Damit die da einfach ein bisschen entspannter unterwegs sind. Damit das nicht so sehr auf die Arbeitskräfte geht, muss ich eigentlich jetzt noch eine Sache machen. Und zwar die unter Strom stellen. Machen wir mal hier. Okidoki. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch weitere Flügel. Machen wir das Ganze hier so. Genau, dann sind hier die Palastflügel erstmal durch. Was haben wir hier noch alles im Angebot? Was kann ich hier noch machen? Aktuell noch gar nichts. Ich brauche mehr Attraktivität. Nicht viel, aber ein bisschen. Aber dazu kommen wir noch. Kann ich auch noch die Speicherstadt ausbauen. Jetzt kann ich auch schon anfangen mit Hochhäusern. Aber das ist aktuell noch keine Option. Wir müssen jetzt erstmal noch schauen, dass wir andere Sachen stabilisieren, bevor ich an Wolkenkratzer denken kann. Ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich vernünftiges Einkommen habe. Aber das wird langsam besser. Und dann sollte ich auch noch anfangen, Dampfschiffe zu bauen. Und auch dafür muss ich auf jeden Fall noch einige Sachen machen. Ah, ganz vergessen. Komplett vergessen habe ich natürlich die Expedition ins Land der Löwen. Ja, komplett vergessen, diese Episode. Einfach mal komplett vergessen. Aber ich war halt in Gedanken. Was willst du machen? Es gibt so viel zu tun. Es gibt einfach so viel zu tun. Okay. Nehmen wir den noch mit. Alles klar. Eieieiei. Na gut. Hier im Übrigen immer die untere Route nehmen. Dann ist man am schnellsten. Einfach unten rumfahren. Arktis brauchen wir aktuell noch nicht. Ah, das ist ja ärgerlich. Jetzt habe ich einfach komplett hier die Expedition verpennt. Aber gut. Selber schuld. Okay. Auch noch mehr Arbeiter. Mehr Bauern. Mehr Bauern. Hier ist noch eine Krankheit am Toben. Und wir brauchen mehr Fenster und mehr Stahl. Das ist natürlich nicht erfreulich. Das ist gar nicht erfreulich. Dabei dachte ich eigentlich, dass diese Produktion hier mir Stahl retten würde. Aber dem ist nicht so. Hier machen wir auf jeden Fall noch ein bisschen weniger Produktion rein. Achso, ja. Das hier könnten wir eigentlich auch mal einsparen. Da fehlt noch Hopfen, aber ich würde sagen, die Brauereien, die verschiebe ich jetzt auch mal hier in Strombereich. Das sollte auf jeden Fall helfen. Und dann muss ich mir überlegen, wie ich das mit den Baustoffen eigentlich machen will. Also Stahlträger kann ich auf jeden Fall noch einkaufen. Die kann ich hier auf jeden Fall noch ordern. Jetzt haben wir schon zweimal besonderen Schrott bekommen. Kaufen. Fenster kann man auch kaufen, wenn die irgendjemand verkauft. Aber das ist auf jeden Fall ein Problem. Dann haben wir hier noch den Grigor, den Geologen. Den sollten wir auf jeden Fall noch einsetzen. Den machen wir hier runter. Und zwar machen wir den hier rein. Jetzt haben die hier alle Strom, die Quarzgruben. Funktionieren damit ein bisschen schneller. Ich kann hier sogar noch eine fünfte daneben stellen. Und das sollte dann auf jeden Fall auch hier nochmal ein bisschen Entlastung bringen auf der Glasfront. Und dann habe ich natürlich noch hier irgendwo den Mr. Garrick. Den nächsten. Genau. Und dann können wir noch eine Schauspielerin noch reinhauen. Hier haben wir schon eine. Dann können wir hier unten noch eine machen. Einfluss haben wir auch mittlerweile genug. Sehr gut. Dann können wir nämlich hier auch überall schon mal ein bisschen mehr Kohle machen. Was ist das hier für ein Item? Beeinflusst Investorenhäuser, weniger Kaffeeverbrauch. Das nehmen wir doch mit. Das nehmen wir doch auf jeden Fall gerne mit. Und jetzt habe ich das Problem, kein Stahl mehr. Das ist nicht gut. Achtung,
Da fehlen ganz normale Stahlträger bzw. Hochöfen. Das heißt, wir machen hier noch Hochöfen hin. Aber viel geschafft dieser Episode. Wir haben auf jeden Fall unsere Bilanz ordentlich repariert. Die funktioniert jetzt. Alles, was wir jetzt halt machen müssen, ist auf jeden Fall sehr viel mehr Baustoffe bauen. Das wird der Fokus für die nächste Episode. Aber Geld läuft schon mal. 80.000er Bilanz. Und dann muss ich nur noch nächstes Mal an die Expedition hier denken. Ich muss nämlich eine Sache im Land der Löwen machen. Also Land der Löwen dauert ungefähr 10 Minuten. Aber diese 10 Minuten muss man halt investieren, um das halt einmal aufzusetzen. Und danach kann man es sich nie wieder anschauen. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Und dazu kommen wir nächste Episode. In diesem Sinne, falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch selbstverständlich einen wunderschönen guten Tag, guten Abend und eine gute Nacht.